Wie entstehen in unserer Gesellschaft Meinungen? Wer prägt sie? Und können wir in unserem vermeintlich freien Land wirklich alles sagen? Thilo Sarrazin beschäftigten diese Fragen, 4 Jahre nach seinem Buch Deutschland schafft sich ab. Die Medien beeinflussen die Meinungsfreiheit, indem sie zunächst den Kreis der Sagbaren beschreiben und den Menschen vermitteln, was sie denken dürfen und was sie sagen dürfen. Damit wird der Umfang der gesellschaftlichen Denkens beschränkt und auch der Umfang gesellschaftlicher Debatten. Ist das so? Über kein anderes Buch wurde in den letzten Jahren so heftig debattiert wie über das von Sarrazin 2010. Er hatte damit eine Diskussion angestoßen, die bislang so nicht geführt worden war. Dabei hatten viele, auch Journalisten, das Buch gar nicht gelesen. Sie lehnten es reflexartig ab, bis hin zu Merkel und Schäuble. Ich hatte mir keinen Begriff davon gemacht, dass die Empörungsbereitschaft der Medien bereits bei den von mir aufgeworfenen Fragen stehen blieb und sich für meine, nach der Analysen, der Null interessierte. Ich habe also Monate gebraucht, eigentlich ein Jahr, um zu verstehen, dass der Umgang der Medien mit mir, damit mir systemisch war. Gar nicht mehr persönlich. Da werden Fragen aufgeworfen, die verletzen unseren Grundsicht auf die Welt. Und den betrachten wir jetzt als den absoluten Feind. Sarrazin als Opfer eines Systems? So jedenfalls beschreibt er das in seinem neuen Buch. Opfer eines Meinungskartells, dominiert von linken Journalisten. Opfer eines ideologisch getriebenen Tugendterrors, der die Meinungsvielfalt in Deutschland einschränkt und gefährdet. Funktionieren so Medien? Wenn es einen Ruf der Empörung gibt, einen öffentlichen, kann es eben sein, dass sich ein genereller Tenor in den Medien entwickelt, weil alle aufeinander schauen, sich gegenseitig eine Koorientierung stattfindet, wie man das nennt. Und dass sich auch häufig die Berichterstattung ganz schnell vom eigentlichen Anlass eines Skandals entfernt. Und da kommt es auch häufig tatsächlich eben zu Fehlleistungen. Es wird nicht richtig recherchiert, es wird abgeschrieben. All das kommt vor. Aber ich glaube, man kann nicht sagen, dass sich das ideologisch in einer Ecke bewegt. 14 Leitgedanken hat Sarrazin in seinem neuen Buch formuliert. Gemäß dieser, so Sarrazin, denkt und schreibt das deutsche Meinungskartell und lenkt so unsere Öffentlichkeit. Wer reich ist, sollte sich schuldig fühlen. Der Islam ist eine Kultur des Friedens. Er bereichert Deutschland und Europa. Das klassische Familienbild hat sich überlebt. Kinder brauchen nicht Vater und Mutter. Sarrazin konstruiert daraus einen vermeintlich linken Gleichheitswahn. Wer in Deutschland lebt, wird angeblich gemäß dieser Thesen konditioniert und manipuliert. Andere Fragestellungen seien nicht zugelassen, so Sarrazin. Wer widerspricht, landet auf dem moralischen Scheiterhaufen. Also es kommt weder beispielsweise eines der wichtigsten Leitmedien in Deutschland vor, die Bild-Zeitung, die natürlich in Sachen Islam eine ganz andere Haltung vertritt, noch kommen auch kommt der Blick auf die ökonomischen Bedingungen innerhalb des Journalismus beispielsweise kommt zum Tragen. Es kommt auch beispielsweise nicht vor, dass wir zwar tatsächlich, wenn man auf die einzelnen Journalisten schaut, tatsächlich überdurchschnittlich viele Linke haben. Aber wenn man dieselben Journalisten fragt, wie sind denn eure Medien aufgestellt, dann verorten die in der Mitte und deutlich rechts von sich. Seit letztem Freitag berichtet die Bild-Zeitung täglich über das neue Buch. Seitenfüllend druckt Deutschlands größte Zeitung Sarrazins Thesen ab. Alles ist abgesprochen und von Sarrazin autorisiert. Wie passt das zusammen mit seiner Behauptung, es gäbe ein deutsches Meinungskartell, das unliebsame Argumente wie seine entstellt und verkürzt? Wenn man ein Buch schreibt, möchte man auch seinen Verkauf sichern. Der Verlag war mit unterschiedlichen Medien über einen Vorabdruck im Gespräch. Die Bild-Zeitung zeigte sich interessiert. Und wir haben das dann ja auch am Ende mit ihr gemacht. Und ich finde auch, dass die Darbietung im Bild so ist, dass das, was ich sagen will, sehr gut überkommt.
Also doch kein Meinungskartell? Es herrscht in Europa ein breites gesellschaftliches Unbehagen. Menschen fühlen sich nicht repräsentiert. Thilo Sarrazin gibt diesem Phänomen eine Stimme. Bei der Europawahl im Mai könnte es sein, dass Parteien wie die französische Front National, die österreichische FPÖ und die griechische Syriza zum ersten Mal die stärksten Parteien in ihren Ländern werden. Bewegungen, die unter anderem davon leben, dass sie den Menschen suggerieren, sie dürften ihre Meinung nicht äußern. Dabei ist gerade das Gegenteil der Fall. Gerade heute in den Zeiten von Blogs, von Online-Medien, von sozialen Netzwerken sind wir eigentlich in einer Situation, in denen die Grenzen eigentlich immer mehr fallen. Das heißt, ich habe immer mehr die Möglichkeit, Dinge zu sagen, auch öffentlich zu sagen, die ich mich vielleicht früher überhaupt nicht getraut hätte. Das heißt, ich glaube, tendenziell ist eigentlich eher das Gegenteil richtig. Nicht, dass der Korridor immer enger wird, sondern dass der Korridor immer weiter wird. Und dann eben auch die Grenzen auch fallen des respektvollen Umgangs. Die Reaktionen auf Deutschland schafft sich ab zeigen, welche Fehler Medien heutzutage machen. Sarrazin erzählt das in seinem Buch sehr persönlich. Seine Analyse, es gäbe ein ideologisch einseitiges Meinungskartell, hat wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Vielmehr dient sie wohl dem Zweck, seine Themen wieder einmal auf die Agenda zu setzen. Sie sind nicht neu. Auch andere vertreten sie. Und ja, die Medien berichten darüber. Wie entstehen in unserer Gesellschaft Meinungen? Wer prägt sie? Und können wir in unserem vermeintlich freien Land wirklich alles sagen? Thilo Sarrazin beschäftigten diese Fragen 4 Jahre nach seinem Buch Deutschland schafft sich ab. Der Medien beeinflussen die Meinungsfreiheit, indem sie zunächst den Kreis der Sagbaren beschreiben und den Menschen vermitteln, was sie denken dürfen und was sie sagen dürfen. Damit wird der Umfang der gesellschaftlichen Denkens beschränkt und auch der Umfang gesellschaftlicher Debatten. Ist das so? Über kein anderes Buch wurde in den letzten Jahren so heftig debattiert wie über das von Sarrazin 2010. Er hatte damit eine Diskussion angestoßen, die bislang so nicht geführt worden war. Dabei hatten viele, auch Journalisten, das Buch gar nicht gelesen. Sie lehnten es reflexartig ab, bis hin zu Merkel und Schäuble. Ich hatte mir keinen Begriff davon gemacht, dass die Empörungsbereitschaft der Medien bereits bei den von mir aufgeworfenen Fragen stehen blieb und sich für meine, nach der Analysen, der Null interessierte. Ich habe also Monate gebraucht, eigentlich ein Jahr, um zu verstehen, dass der Umgang der Medien mit mir systemisch war. Gar nicht mehr persönlich. Da werden Fragen aufgeworfen, die verletzen unsere Grundsicht auf die Welt. Und den betrachten wir jetzt als den absoluten Feind. Sarrazin als Opfer eines Systems? So jedenfalls beschreibt er das in seinem neuen Buch. Opfer eines Meinungskartells dominiert von linken Journalisten. Opfer eines ideologisch getriebenen Tugendterrors, der die Meinungsvielfalt in Deutschland. Er bereichert Deutschland und Europa. Das klassische Familienbild hat sich überlebt. Kinder brauchen nicht Vater und Mutter. Sarrazin konstruiert daraus einen vermeintlich linken Gleichheitswahn. Wer in Deutschland lebt, wird angeblich gemäß dieser Thesen konditioniert und manipuliert. Andere Fragestellungen seien nicht zugelassen, so Sarrazin. Wer widerspricht, landet auf dem moralischen Scheiterhaufen. Es kommt weder beispielsweise eines der wichtigsten Leitmedien in Deutschland vor, die Bild-Zeitung, die natürlich in Sachen Islam eine ganz andere Haltung vertritt, noch kommt der Blick auf die ökonomischen Bedingungen innerhalb des Journalismus beispielsweise kommt zum Tragen. Es kommt auch beispielsweise nicht vor, dass wir zwar tatsächlich, wenn man auf die einzelnen Journalisten schaut, tatsächlich überdurchschnittlich viele Linke haben. Aber wenn man dieselben Journalisten fragt, wie das Land einschränkt und gefährdet. Funktionieren so Medien?
Wenn es einen Ruf der Empörung gibt, einen öffentlichen, kann es eben sein, dass sich ein genereller Tenor in den Medien entwickelt, weil alle aufeinander schauen, sich gegenseitig eine Koorientierung stattfindet, wie man das nennt. Und dass sich auch häufig die Berichterstattung ganz schnell vom eigentlichen Anlass eines Skandals entfernt. Und da kommt es auch häufig tatsächlich eben zu Fehlleistungen, es wird nicht richtig recherchiert, es wird abgeschrieben, all das kommt vor. Aber ich glaube, man kann nicht sagen, dass sich das ideologisch in einer Ecke bewegt. 14 Leitgedanken hat Sarrazin in seinem neuen Buch formuliert. Gemäß dieser, so Sarrazin, denkt und schreibt das deutsche Meinungskartell und lenkt so unsere Öffentlichkeit. Wer reich ist, sollte sich schuldig fühlen. Der Islam ist eine Kultur des Friedens. Sind denn eure Medien aufgestellt, dann verorten die in der Mitte und deutlich rechts von sich. Seit letztem Freitag berichtet die Bild-Zeitung täglich über das neue Buch. Seitenfüllend druckt Deutschlands größte Zeitung Sarrazins Thesen ab. Alles ist abgesprochen und von Sarrazin autorisiert. Wie passt das zusammen mit seiner Behauptung, es gäbe ein deutsches Meinungskartell, das unliebsame Argumente wie seine entstellt und verkürzt? Wenn man ein Buch schreibt, möchte man auch seinen Verkauf sichern. Der Verlag war mit unterschiedlichen Medien über einen Vorabdruck im Gespräch. Der Bild-Zeitung zeigte sich interessiert. Und wir haben das dann ja auch am Ende mit ihr gemacht. Und ich finde auch, dass die Darbietung im Bild so ist, dass das, was ich sagen will, sehr gut überkommt. Also doch kein Meinungskampf.